Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Silicon Valley Bank Finance Group an, die aktuell ja geschlossen ist, vom Konkurs steht, falls sie kein neues Eigenkapital mehr bekommen. Die Bank selber ist im Finance-Sektor, das seht ihr hier aktuell. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Ticker, den könnt ihr in Google Search eingeben. Da seht ihr aktuell keinen Kurs mehr, sondern den Endkurs von 106 Dollar und andere Finanzseiten, die für euch vielleicht informieren können, wie es aktuell aussieht. Currency Exchange. Der Währungsbasket ist auf alle Fälle wichtig, denn wenn wir die Aktie gekauft hätten in Dollar, kann man genauso einen Währungsgewinn und Währungsverlust erleiden. Währungsverlust erleiden wir, wenn der Euro stärker wird, dann sind diese 10.600 Dollar nur mal noch 8.100 Euro wert. Einen Währungsgewinn kann man erzielen, wenn der Euro schwächer wird, der Dollar stärker wird, dann haben wir die 10.600 Dollar, einen Gewinn von 13.000 Euro. Darum schauen wir nun das Währungsbasket an. Das Währungsbasket sieht aktuell so aus, wir sind in einer Seitwärtsrange im Außenstab. Gehen wir über die 1.06 hinaus, können wir die 1.08 antesten. Bleiben wir drunter, werden wir irgendwann die 1.04 antesten, die hier eine Unterstützung war. Und die 1.08 war auch hier eine Unterstützung, also Widerstandszone, weil es hier eine Unterstützungszone war aktuell. Also aktuell ist das Euro-Dollar-Bar in einer Seitwärtsrange gefangen. Hier sind wir in der Balance Sheet Liability Seite, also Geldgeberseite der Bank, Verbindlichkeiten und Eigenkapital, Verbindlichkeiten an die Aktionäre. Wir sehen die Bilanz vom Jahr 2017 bis 2022, Abschlussjahr, Q4. Die langen Verbindlichkeiten, Long Term Debt, haben sich in dieser Zeitperiode um 673% erhöht. Die Gesamtverschuldung um knapp 300%, das Eigenkapital um 290% und die Bilanzsumme auch um 300%. Diese Werte sind auf alle Fälle nicht schlecht, denn sie haben alles um den gleichen Faktor erhöht. So ist auch das Eigenkapital und auch die Verschuldung um den gleichen Faktor nach oben gestiegen. Auch das Eigenkapital, die Eigenkapitalquote wird auch ungefähr gleich liegen. Das werden wir später sehen. Die Aktienstückzahl wurde auch leicht erhöht. Das heißt um 11%, das heißt die Aktienstückzahl, sehen wir hier, wurde im Jahr 2020 und 2021 auch massiv erhöht. Der Kurs war da damals sehr hoch, das heißt sie haben auch sehr viel Eigenkapital bekommen für diese Kapitalerhöhung. Und auch im Jahr 2022 wurde auch die Stückzahl erhöht, aber da war der Kurs schon weiter unten wie im Jahr 2020 und 2021. Shareless Equity Ratio, Credit Worth, also die Eigenkapitalquote sehen wir hier. Das beste Ergebnis hatten wir hier mit 9,13 und auch durch die Kapitalerhöhung, also die Stückzahlerhöhung, wurde das Eigenkapitalverhältnis zur Bilanzsumme nicht besser, es wurde sogar schlechter auf 7,13 und 7,70. Nun liegen wir bei 8 aktuell in der 2022er Bilanz. Alle Banken und Versicherungen liegen so zwischen 8, 7, 10 und 15% Eigenkapitalquote. Das Betriebsergebnis konnte die langen Verbindlichkeiten genauso auf 0 setzen, darum ist der Faktor hier unter 1. Hier haben wir nun den Faktor 2,42, das heißt, das Betriebsergebnis kann die langen Verbindlichkeiten nicht mehr auf 0 setzen, denn die langen Verbindlichkeiten wurden hier fast verdoppelt. Hier sind wir in der Income Statement, Cashflow-Seite, also Umsatzseite und Bargeldbestand. Der Umsatz wurde auch in diesen 6 Jahren um 274% erhöht. Betriebsergebnismäßig sogar um 155% und Rohertragmäßig um 215%. Wir sehen hier alles gute Zeichen, alles wurde erhöht. Auch der Nettoumsatz wurde um 200% erhöht, auch vor der Steuer um 150%. Alle Zeichen für Wachstum. Auch das Bargeld wurde um 373% erhöht. Der freie Cashflow ist auch positiv mit 344%. Auf alle Fälle alles Faktoren, damit das Ganze hier sehr gut aussieht bilanztechnisch. Dividende haben sie zwar damals noch keine gezahlt, 19, 18, 17, 20, 33 Cent, dann 1,11 Dollar und dann 2,74. Hier die Finanzdaten im 5-Jahres-Durchschnitt und in der 22er Bilanz. Wir sehen, dass rohertragmäßig hier in der aktuellen Bilanz nur noch 34% vom Gesamtumsatz überbleibt. Im 5-Jahres-Schnitt waren es fast 99,94%, also fast 100%. Betriebsergebnismäßig bleibt aktuell 30% über, im 5-Jahres-Notschnitt waren das 47%. Und in netto-mäßig Profit Margin haben wir hier 20% und im 5-Jahres-Durchschnitt sind es 29%. Das heißt, hier haben wir uns verschlechtert auf alle Fälle, es bleibt weniger über vom gesamten Umsatz. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.
Warum ist die Bank nun zahlungsunfähig? Ja, sie besitzt sehr viel Anleihen, haben auch Sparguthaben von den Kunden in Anleihen investiert, denn normalerweise werden nicht alle Einleger ihr Geld abheben bei der Bank und darum spekuliert die Bank mit den Kundengeldern und versucht Rendite zu erwirtschaften. Anleihen werden zum Coupon von 100% herausgegeben. Ein Beispiel, wenn eine Anleihe auf 10 Jahre 0% Coupon auswirft, also sie ist Kapitalgarantie, also Kapitalerhalt, und aktuell gibt es 5% auf diese Anleihen, auf eine neue Anleihe, dann ist diese Anleihe mit 0% Coupon auf einmal, wenn sie noch nicht das erste Jahr voll war, wo sie noch kein, eben noch nicht voll ist, fällt dieser Wert aufgrund dieser Laufzeit auf 50 runter. Denn der neue Besitzer, der diese Anleihe kaufen möchte auf alle Fälle diese 5%, die die neue Anleihe erwirtschaftet, auch erreichen. Darum muss er, diese Anleihe fällt dann auf 50 runter, damit der neue Besitzer die 5% Coupon pro anno bekommt. Darum fällt sie runter auf 50. Und diese Bank hat ein großes Problem, die haben sehr viel Anleihen, die aktuell niedrig verzinst sind und aktuell die neuen Anleihen mit hohen Verzinsungen am Markt sind, mit 4, 5 und 6%. Das heißt, diese alten Anleihen sind nicht mehr 100 wert, sondern niedriger aufgrund dieser Lauf, die sie noch offen sind. Das heißt, wenn diese Bank diese Anleihen jetzt aktuell verkaufen muss, damit sie Kapital hat, damit die Kunden ihre Gelder wieder bekommen, wird ein großer Verlust aktiviert. Und auch das Eigenkapital der Aktionäre, wo der Buchwert noch sehr gut ist bei dieser Bank aktuell, aber jetzt natürlich nicht mehr, wenn sie das liquide Geld erwirtschaften muss, herausholen muss und die Anleihen verkaufen muss, sinkt auch unser Eigenkapital, denn die nächste Bilanz wird auf alle Fälle dann ein mega, mega Minus haben in der Income Statement, wo unser Eigenkapital von uns Aktionären weniger wird. An alle, die sagen, die Bilanz ist das Wichtigste und der Chart ist nicht so wichtig, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie hättet ihr bei dieser Bilanz herausfinden können, dass diese Bank aktuell nun zahlungsunfähig ist? Schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Für mich zum Beispiel gehört für eine richtige Analyse die Bilanz und der Chart dazu, denn beides sind eine Symphonie. Ja? Und wenn der Chart sagt, die Aktie ist sehr gut, der Kurs geht nur nach oben, dann sagt auch die breite Masse, da ist alles in Ordnung. Und nun schauen wir den Chart dieser Silicon Valley Bank an. Da hätte man schon früher sehen können, dass da was nicht im Lot ist. Hier sind wir im Monatschart dieser Silicon Valley Bank. Wir sehen hier den Widerstand bei 236. Hier die kleine Seitwärtsrange von dieser Aufwärtsbewegung bei 550 und 612. Hier wurden mehrere Stops platziert. Hier auch eine kleine Seitwärtsrange bei 488 auf Monatsbasis. Wir sehen hier auf alle Fälle, dass hier die Stops geholt wurden mit dieser Monatskerze und das war in QI2 2022 beginnen. Das heißt, hier hätte man schon sehen können, dass hier die Kurse weiter nach unten gehen und dass da was nicht in Lot ist oder ob der Markt eben einen schönen Tannenbaum generiert hat und dieser abgebaut wurde. Und nun sehen wir auch hier die nächste Seitwärtsrange bei 3,64, 4,25. Und wann würde das Kaufsignal wieder generiert werden, wenn wir erst über diesen Höchstkurs hinausgehen? Und aktuell finden wir uns auch unter der gleitenden Durchschnittslinie. Hier haben wir ein tieferes Hoch und auch ein tieferes Tief ausgebildet. Also alles im Abwärtsmodus. Darum ging es jetzt auch wieder massiv runter. Kein Kaufsignal. Ein Kaufsignal würde, wenn diese rote Kerze noch nicht da gewesen wäre, wäre erst wieder generiert, wenn wir erst bei 4,88 hinaufgekommen wären. Sind wir aber nicht. Darum wäre es auf Monatsbasis für mich schon ein Anzeichen in QI 2022. Hier stimmt was nicht, hier geht der Abwärtstrend nach unten. Und aktuell hat der Monatschart auch kein Kaufsignal generiert, wo ich sagen würde, ich würde wieder einsteigen. Hier sind wir auf Wochenbasis bei der Silicon Valley Bank. Wir sehen hier die Seitwärtsrange bei 550 und 612. Hier den Widerstand bei 736 und auch den schönen Abwärtstrend, den wir hier generiert haben. Alles unter dem gleitenden Durchschnitt, immer tiefere Tiefkurse. Hier auch keinen neuen Höchstkurs, weil hier der Höchstkurs war. Die 488 haben gehalten.
Hier hatten wir ein tieferes Tief, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch. Wir werden wahrscheinlich sogar tiefer sein aktuell im Kurs, denn der Handel wurde ja ausgesetzt. Also auch auf Wochenbasis wäre es für mich kein Kaufsignal gewesen, denn wir hätten erst über diesen Höchstkurs hinausgehen müssen, die 488, dann wäre das Signal generiert. Oder wir hätten hier runtergehen können und dann hier wieder hochlaufen und ein neues Hoch ausbilden auf die 425. Das wäre dann positiver gewesen, hat es aber nicht gemacht. Es ging ja runter. Kann die Aktie nun wieder aktuell Eigenkapital generieren und neue Investoren finden, die diese Aktie dann kaufen, damit sie Eigenkapital hat, und mit dem Kapital kann die Bank dann ihre Kunden das Geld wieder auszahlen. Darum ist nur wichtig zu beobachten, ob es einen Käufer gibt für die Bank oder ob die Bank mit Capture 11 abgewickelt wird und sie muss dann die Anleihen verkaufen und dann wird in der Income Statement ein massiver Verlust generiert, denn die Anleihen waren damals ja niedriger, wie die aktuellen neuen Anleihen auf dem Markt nun sind. Und dann wird die Anleihe nicht zu 100 verkauft, sondern unter 100. Das heißt, die Bank realisiert einen Anleihenverlust. Obwohl man immer sagt, die Anleihen sind ja so sicher. Sie sind ja sicher, wenn man das Geld nicht benötigt und bis zum Ende des Coupons dabei bleibt, dann bekommt man die 100 wieder ausgezahlt und jährlich den Zinscoupon. Wir sehen, der Buchwert liegt aktuell ja bei 286. Der faire Wert, wenn die Bank nicht pleite gegangen wäre, wäre aus dem 5-Jahres-Earnings per Share, der liegt ungefähr bei 20, bei ca. 358, und von diesem letzten Earnings per Share, der liegt ungefähr bei 25 pro Aktie, wäre der faire Wert 404 US-Dollar. Vom Nettozuwachs, der ja extrem ist, wäre der faire Wert bei 822, aber wir sehen, wir haben da bei 788 einen Widerstand gehabt im Chart aktuell. Nun haben wir keinen Nettoumsatz mehr, denn die nächste Bilanz wird auf alle Fälle ein sehr gutes Minus werden. Darum ist dieser faire Wert von 822 hinfällig. Auch der Buchwert wird weniger werden. Auch wenn Sie die Anleihen jetzt verkaufen müssen, realisieren Sie ein sehr großes Minus und das Eigenkapital wird dadurch weniger. Und auch der faire Wert wird mit dem Eigenkapital einkalkuliert auch weniger. Aber wichtig, anhand der Bilanzdaten wäre die Bilanz sehr gut, auch die fairen Werte werden aktuell gut, aber im Chart hätten wir schon gesehen, Anfang 2022 ein massiver Abwärtstrend und es wäre für mich, laut meiner Charttechnik, kein Kaufsignal gewesen. Wenn ich die Aktie gehabt hätte, hätte ich maximal 2% meines Depots investiert. Wenn diese 2% ausgebucht werden, verliere ich nur 2% meines Depots. Die sind leicht wieder aufzuholen, wenn andere Kurse nach oben gehen. Core Contraction. Die Dividende hat eine Steigerung von 0, denn sie haben ja nur 20 und 21 bezahlt. Das Eigenkapital wurde um 40% erhöht, auch durch die Kapitalerhöhung. Und der Nettoumsatz um 33% per anno erhöht. Finanzdaten aus der Bilanz 21. Wir sehen hier das Return Equity, also das Eigenkapital im Verhältnis zum Nettoumsatz, ist der Nettoumsatz 9%. Und zur Bilanzsumme 0,7%. Das Preis-Sales-Verhältnis ist hier auf alle Fälle mal sehr gut, denn wir liegen ja bei 1. Auch der Buchwert bei 0,37 ist sehr gut. Der Buchwert wäre bei 286 US-Dollar. Nun, wenn Sie die Anleihen verkaufen müssen, zu einem niedrigen Kurs, wo Sie sie eingekauft haben, wird die nächste Bilanz ein massives Minus ausweisen und das Eigenkapital wird pro Aktie auch weniger. Dann steigt auch dieser Faktor auf höheren Werten, denn das Eigenkapital wird weniger zum aktuellen Kurs. Long-Term Debt to Equity haben einen Faktor 0,16, das wäre auch sehr gut, denn das Eigenkapital kann die Langfristigkeiten sofort auf 0 setzen, zur Gesamtverschuldung nicht, da benötigen wir knapp das 12-fache am Eigenkapital. Hier sehen wir aktuell den Kurs an der Börse, ist bei 106,04 Dollar. Die Marktkapitalisierung wäre mit 6 Milliarden noch okay, aber nun ist der Kurs ja noch tiefer wahrscheinlich. Die letzten Earnings per Share Trailing 12 Months, also QE4 2022, waren 25,35. Freie Cashflow pro Aktie ist 30. KGV hätten wir hier 4,18. Wäre alles noch sehr gut. Auch im 5-Jahres-Durchschnitt waren die Earnings per Share 19,80. Das Ratio zum aktuellen Kurs wäre auch 5,36. Auch sehr gut. Auch der freie Cashflow ist hier positiv mit 21,02.
wäre zum aktuellen Kurs ein Faktor von 5, wäre auch sehr gut. Letzte Dividende war 1,11. Zahlen seit ca. 3 Jahren ihre Dividende. Payout Rate zum Earnings per Share wäre nur 4% und zum freien Cashflow 3,7. Wäre eine Rendite von 1%. Die SV Finance Group wurde sogar von Analysten auf ein Kursziel von $270 geschätzt. Das wäre ein Potenzial vom aktuellen Kurs von 155% und die sagen sogar halten, aber haben auch nicht mehr kaufen gesagt, nur noch halten. Das Payout mit zum Earnings per Share und freien Cashflow von der Dividende wäre auch in the line gewesen, also aktuell sehr niedrige Dividendenausschüttungsquote und auch zum freien Cashflow sehr niedrig. Das heißt, wenn die Bank nicht pleite gegangen wäre, wäre auch die Dividende safe gewesen. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.